Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Stray Blade. Immer noch Patch Zustand 1.7 und die Fortführung der letzten Folgen im Ladebildschirm. Ah, jetzt weiß ich auch, wo wir waren, zumindest mal ungefähr. Ah, genau, wir hatten diese neuen Messer hier gefunden. Ich habe gerade Offcam überlegt, ja, wo waren wir überhaupt? Wo mache ich eigentlich genau weiter? Wir sind ja irgendwie hier in dem Gebiet angekommen, wollen uns da genau die letzte Reise, wollen da irgendwie so ein Zentrum finden oder sowas. Wenn ich das noch richtig im Schädel habe. Und hier gab es auch noch gewisse Dinge zu entdecken. Wie das da unten zum Beispiel. Sehr schön. Genau, jetzt Spiel neu gestartet. Anscheinend liegt es daran, dass man dann immer Probleme mit den Runen hat. Einmal dann die Waffe wechseln, dann geht das nochmal. Und dann würde ich sagen, hier Gegner zurückwerfen ist immer ganz geil. Ja, und holen wir uns auch die doppelte Belohnung pro Tötung mit. Was soll's. So. Komm, das sollte schon klappen jetzt. Ich hoffe, der hört mich nicht. Hör mich nicht, hör mich. Der konnte mich nicht hören, das kann doch nicht sein. So, hier wird schön unterbrochen. Dann können wir, glaube ich, gleich auch finishen. Gehen wir schnell hin, finishen ihn. Wunderbar. Und einen Levelaufstieg gibt es noch obendrein. Wunderbar. Och, das läuft ja wunderbar. Wenn jetzt die Technik noch mitspielt, bin ich ja mehr als begeistert. Ich glaube, den Flugspilz da unten habe ich noch nicht geholt. Also den hier. Habe ich den geholt? Keine Ahnung. Gucken wir mal. Kann ich das jetzt nur mal so für mich auf der Karte irgendwie entdecken, ob ich Dinge schon geholt habe oder nicht? Ja, wenn ich die Karte aufgedeckt habe vielleicht. Ah ne, gut, alles klar. So wird da angezeigt. Hier können wir was öffnen anscheinend. Spiegelpilz ist ganz gut. Tür aufschließen ist auch gut. Wandmalerei brauchen wir noch hier. Jo, gucken wir uns einfach mal hier um, was abgeht. Und ich glaube, wenn ich die Messer hier aufwerten kann, kann ich auch meine Ausdauer weiter erhöhen, glaube ich, war das, oder? Mal gucken, wie es weiterläuft. Ich habe auf jeden Fall eigentlich Bock, mich da jetzt so ein bisschen durchzumetzeln. Und da gucken wir mal, was abgeht. Das Geistertor. Ist das da? Sollen wir da hin? War ich da nicht schon? In der letzten Folge. Wo sollen wir denn hin? Hier. Oh, wo ganz anders hin. Alles klar. Da oben, das sieht schon mal gut aus. Da ist was zu holen. Da gehen wir mal hin. Hier gibt es noch Heilbeeren und noch so ein paar Spinnen. Die machen wir auch weg. Ah, genau, ein Umweg ist auch schön. So, mach bitte was. Ja, das haben sie, glaube ich, geändert, oder? Das dauert ja wesentlich länger, bis ich jetzt immer wieder hier... Ah, da ist die Wandmalerei, sehr schön. Zugange komme. Also, bis ich meine... warum ist jetzt erst die Rune freigeschaltet? Keine Ahnung, was das jetzt schon wieder war. Bis ich meinen Bochi da rufen kann. Ich glaube, das haben sie geändert. So, hier, wie wir abgehen, Wahnsinn. Und jetzt bleib mal dran. Hier, Haltungsschaden und vielleicht dann irgendwann mal stackern und so. Also hier, den da. Wunderschön. Das ist ja Wahnsinn. Anscheinend gibt es hier noch einen Boss oder so vielleicht zu holen. Wir haben schon lange keinen so sekundären Boss wie diesen hier gesehen. Oh oh. Ich gehe mal auf den Hammer zurück. Okay. Da haut er rein, der Kollege. Bereit für den Kampf. Da hämmern wir doch rein. Und hier, Haltungsschaden, mach doch was. Bochi, wo bist du, wenn man dich mal braucht? Schön gedodged, das ist ja Wahnsinn, wie ich abgehe. Nee, Bochi ist immer noch nicht am Start. Da müssen wir halt so platt kloppen. Alles klar, gibt so ein bisschen Kleinkram. Ging eigentlich klar. So, das da, Wandmalerei, wunderschön. Gucken wir mal da rein. Das sieht doch gut aus, oder? Und jetzt wissen wir auch ungefähr, wo ich hin muss. Da haben wir noch irgendwelche Geheimnisse und so. Wiedergeburtsschrein. Ja, alles klar. Oh. Gut. Die Gesamtkarte sieht so aus. Da müssen wir auch noch... So ein paar Dinge müssen wir noch holen. So, gehen wir mal weiter. Bin ich jetzt den Umweg gegangen, wo das Spiel meinte, dass es einen Umweg darstellt? Wissen wir nicht, ne? So, der Haltungsschaden, Bochi, das war schon immer schöner, wenn man den früher rufen konnte, finde ich. So, ich hätte gern meine Messer wieder. Hallo, Spiel, dürfte ich bitte? Ja, ich durfte nicht. So, egal, wir bleiben einfach voll offensiv dran. Es läuft ja zurzeit halbwegs, wenn ich da so meine Lebensleiste im Auge behalte. Wahnsinn, wie er dodgt, das ist ja traumhaft. So, heilen wir uns einmal sicherheitshalber. Leider keine Blümchen mehr bekommen. So, müsste doch ungefähr, sind wir doch ungefähr richtig jetzt so rein, logisch, oder? Na, so ungefähr, ich muss irgendwie da auf den Hügel drauf, oder was?
Begib dich nach Süden zum sengenden Ödland von Ingler. Ja, gut. Da vorne konnte ich ja, wie gesagt, glaube ich, nicht rein. Egal, wir laufen mal so ein bisschen durch die Gegend. Jetzt bin ich wieder beim Geistertor. Echt? Was weckt böse Erinnerungen? Das Tor oder was? Ah, sehr schön, da ist was. Schaffe ich das? Nee, ne? Egal, machen wir mal. Oh doch, geht klar. Ich dachte, ich krieg mehr Fallschaden. Und jetzt bin ich im Kampf oder was und kann das Ding da nicht öffnen. War klar. So, wer will denn? Wer ist im Kampf? Der da unten, der ist voll aggressiv. Der läuft voll aggressiv im Kreis rum. Da kannst du nichts machen. Ochi, wo bist du, wenn man dich mal braucht? So, jetzt vielleicht. Mach was. Oh nö. Ach, come on. Jetzt muss ich mich echt noch heilen. Finde ich ja gerade gar nicht so geil. Das hätte ich nicht blocken können. Schade. Der ist gar nicht mal so unübel, der Kollege da. Ach, come on. Ich bin doch eigentlich super schnell und so. Hier, den da. Oh, er nimmt seine Gegner nicht ernst und das wird ihn teuer zu stehen bekommen. Und er hat keine Ausdauer und deswegen will er eigentlich die Waffe hochleveln und er spielt absolute Rotze. So, jetzt aber. Nee, nee, alles klar, ich will unbedingt sterben. Bitte, das wird nichts, das da. Jetzt bin ich schon wieder out of Ausdauer, was ist denn los? Oh, ich bin ziemlich blutverschmiert. Oh, jetzt haut der ab. Ja, soll er doch abhauen. Ist mir gerade egal, bevor ich jetzt hier erbärmlich sterbe. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ist das hier so ein Altar? Nee. Ah, hier mal wieder so ein Tor. Wo bin ich überhaupt? Hier ging es nicht rein, ne? Das war ja das. Genau. Wobei? Nee. Hat irgendjemand ein Blümchen für mich hier am Start? Monty hat mal wieder ohne Sinn gespielt. Blümchen? Welche Leute haben denn hier gewohnt? Da oben haben wir so Käfer oder irgendwas habe ich da gesehen jetzt. Blümchen! Wo muss ich denn hin? Was geht denn ab? Achso, vielleicht sollte ich auf die Karte schauen. Da wollen wir hin. Ah, und da wollte ich mir eigentlich den Schatz holen. Habe ich ganz vergessen schon. Oh, dem nicht. Der Gegner? Wo kam der? Ah, der chillt da hinten rum. Stirb! 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 Nicht! Nein! Jawohl, da bin ich wieder. Was für ein Glück, Alter. Was für ein Scheißglück. Und jetzt hole ich mir natürlich das Level-Up über die Messer hier noch mit. Ist ja wohl logisch, oder? Haha. Warum? Wie konnte der das jetzt blocken? Hier ist gerade im Block drin. Was geht denn ab? So eine Scheiße. Hier habe ich meine Herzbeere. Absolut gekonnt, oder? Nein, geh hoch, Mann! Ach komm, aber warum überlebt der meinen Hammerschlag? Was geht mit dem ab? Es gibt mir wenigstens eine schöne Ausrüstung. Wollten wir da noch was bauen oder so? Schneelöwenschultern. Schön. So, wunderbar. Schild da unten rum. Niemand. Ah doch, da chillt noch ein Artefakt rum. So, ich habe immer noch keinen Plan, wo ich eigentlich hin muss. Gehen wir mal da durch das Tor oder so, oder? Wir wollen ja in die sengende Schlucht. So, wunderbar. Ah genau, da schickt er mich jetzt wieder zurück. Wo wir eigentlich herkamen. Ist da ein Blümchen? Das ist doch eine wunderschöne Blume. Aber keine Heilblume, schade. Keine Herzbeere. Da aber, oder? Genau. So, da heilen wir uns auch einmal. Wunderbar, traumhaft. Ah, stimmt, da hinten konnte ich mich noch hochziehen. Das war ja eben noch... Oh. Und ich sollte immer noch mit meinen Runen spielen, die einfach so stark sind. Also machen wir das auch. Auch hier mit dem... Das war aufleveln, was soll's. Das gebe ich jetzt mal aus. Ah, ist schon drauf. Und dass wir hier uns heilen. Alles klar. Weil das merkt man immer, wenn ich die Runen rauslasse und so super offensiv spiele, sinnlos offensiv stellenweise, dass ich dann halt einfach super viele Heiltränke letzten Endes verschwende. So, da fliegt er.
Oh, das war's schon mit ihm. Ah, weil hier so ein Gift ist. Shit! Ich bin in eine Gifthöhle. Nein, ich bin in Gift gesprungen. Spring raus. Sehr schön. Okay, da unten ist irgendwie Gift. Kann ich irgendwie große Blume da wegmachen mal? Keine Ahnung. Die vielleicht das Gift erzeugt oder sowas. Kann man da so logisch vorgehen? Und warum ist hier eine Leiter? Da gehen wir doch mal hoch. Das hier hat keinen Anspruch auf gar nichts. Also ich bin mir überhaupt nicht sicher, wo ich überhaupt herkam, was überhaupt abging. So, das könnte schon super geil reichen. Sehr nice. So, super geil, aufgelevelt. Das heißt, wir können uns das mehr an Ausdauer eventuell mitnehmen, glaube ich, war das. Schauen wir uns oben das mal an. Ah, geht jetzt noch nicht. Inventar kann nicht geöffnet werden. Na, traumhaft. Dann machen wir den auch noch weg. La la la. Rumsi, bumsi. Schön. Da ist er weg. Und fliegt runter und dann ist er tot, oder? Genau. So, wunderbar. Und jetzt können wir leveln. Was konnte ich dadurch jetzt leveln? Müsste eigentlich genau hier, Meuchelmörder, genau. Ferens maximal Energie war ungefähr 1, eine Lebensleiste drunter. Seht ihr das oben? Da haben wir 6 Lebenspunkte und ungefähr bei 5 Lebenspunkte ist unser Ausdauerbalken. Und ich glaube, der ist das letzte Mal 3 Viertel oder so hochgegangen. Kann das sein? So irgendwie war das. Ja, genau. Wunderbar. Traumhaft. Wir können mehr rumdodgen. Ein Dodge haben wir for free. Da unten steht irgendjemand rum. Das ist auch noch ein bisschen Gram, Artefakte. Oh, ein Totenkopf-Typ. Und da können wir rüberspringen und da hinten unser Typ dreht da schon voll ab. Anscheinend sollen wir irgendwie dorthin. Hier, Bochi und so. Und da ist eine Herzbeere und wir könnten neue Waffen leveln. All dies wäre möglich. Wir könnten natürlich diesen Gegner auch umgehen anscheinend, wenn ich jetzt hier hochspringe und dann da rüber oder sowas. Keine Ahnung. Oh, jetzt bin ich wieder im Fight. Das ist ja mal nervig. Komm, den machen wir so weg. Backsteppe ihn mit dem Hammer, was ihm schon mindestens ein Drittel der Lebensleiste weghaut. Bitte Controller oder Spiel, mach keine anderen Dinge und dropp mir seine wunderschöne Waffe. Oh, das haut ihm viel mehr weg, als ich gedacht habe. Und da fällt er runter ins Gift und das war's mit ihm. Schön. Alles klärchen. Da hast du mich hingeschickt, da könnte ich nochmal rüber. Lassen wir mal. Vollständigkeitskrempel machen wir später. Da labert er auch. Wir sind irgendwie richtig gegangen. Since no one really bothered with the region. Researching? Like Ere did? Almost. But not exactly. Engla always worked very hard. But sometimes it was difficult for her to hide her jealousy. She believed everything came easy to Ere. Until she became one with Xenon and started believing herself to be the most knowledgeable. Ugh, exactly the kind of people I can't stand. Always blaming others for their failures. Maybe. But Eri enjoyed her company. So I like to believe that, in the end, they respected each other as fellow researchers. As a person they could learn from. Schön, wie ich hier durchs Abenteuer stolpere. So, irgendwie sind wir jetzt hier angekommen. Es gab auch noch einen Eintrag bei Ferrin, wahrscheinlich, was er mag und nicht mag. Gut, alles klar. Ich bin ja richtig begeistert von der Technik. Da funktioniert ja mal was. Das hält ja mal bisher an. Wunderschön. So. Aber trotzdem, ich muss meine Qualität hier definitiv verbessern. Nicht nur meine, sondern auch die des PCs. So, wunderbar. Gehen wir mal weiter. Oder der Aufnahmegerätschaften, nennen wir es mal so. Hier gibt es auch nochmal Kram und Krempel und Knochenstaub und so. Leider keine Heilung. So, wir sind in dem hitzigen Gebiet angekommen. Oder in der... Hier wird es schon wüstenartiger, sag ich mal.
Oh, grün-weiße Farbe haben wir gefunden. Auch nice. Sehr schön. So, ich gucke nochmal auf die Karte, um mich da zu orientieren. Komme ich schneller zur Karte eigentlich? Nee. Das wäre irgendwie auch mal sinnvoll, oder? So, jetzt bin ich hier an der Stelle und soll immer noch dahin. Okay. Irgendwie bin ich doch richtig gegangen. Noch ein ungelöstes Geheimnis haben wir irgendwie da am Start. Hier war ich ja eben. Da sind wir irgendwo hochgekommen, ne? Ja, genau. Und da ist irgendwie so ein dicker Krieger. Und da ist eine Wandmalerei. Und ich muss immer noch die Waffe wechseln. Oh, ich bin so doof. Geh weg. Gut. So, welche Waffe können wir noch leveln? Wir hatten da noch eine gebaut. Und zwar da unten die Schwerter da, ne? Hallo, wo bin ich denn da? Skillbaumäßig. Ah, da links. So, die Schwerter da. Was war das nochmal? Zwillingsschwerter. Die müssen wir jetzt mal anziehen auf dem zweiten Slot. Zwillingsschwerter waren auch weiter unten da. Wunderschön. Meuchelmörder. Zwillingsschwerter, genau. So, auch schön. Können wir uns auch runenmäßig da was draufsetzen. Holen wir uns das hier zuerst mit. Ist immer ganz sinnvoll, dass die so weggeschleudert werden, wenn sie mich attackieren. Das hat immer einen schönen Effekt. Ich glaube, Bocchi wurde genervt. Schon doppelt, oder? Der war doch mal noch stärker gewesen. Da konnte ich den fast durchgängig rufen. So, leider geht das jetzt nicht anders. Oh, Mann, nervt das. Aber vielleicht kann man das ja nochmal freischalten, dass der schneller rufbar ist. Ich hoffe, das war jetzt nicht falsch, dass ich dem danach gejumpt bin. Ah, ne, hier kann ich nochmal hoch. Die Gegner sind ja mal ungefährlich, oder? So, hier. Finisher, wunderschön, traumhaft. Gut, alles klar. Da kennen wir überhaupt keine Gnade. Da sind wir gnadenlos. Da sind wir krass unterwegs. Und hier haben wir noch ein Bäumchen. So, auch was. Sammelobjekt oder so. Klettern können wir da. Bin ich hier richtig? Was soll das? Oder muss ich doch eher hier hoch? Keine Ahnung. Hoch oder runter? Wo muss ich hin? Achso, die Wandmalerei. Ja gut, da ist wahrscheinlich gar nicht mehr. Da ist nur die Wandmalerei und dann müssen wir runter. Gut, da ist noch was. Ja, aber so kann man auch durch die Gegend brettern und immer was leuchtet, einsammeln, Gas geben und so weiter. So kommt man auch durch. Oh, so kommt man nicht durch. Bleib mal ganz locker. Ich bin jetzt hier der brutale Zwei-Klingen-Mann. Der noch dodgen dazu kann. Das ist ja Wahnsinn. Und wenn du mich jetzt attackierst, kriegst du... Genau, sehr schön. Nee, jetzt fällt der runter. Das ist nicht... Wie kann man so ein Pech haben? Jetzt aber. Hallo, bleib bitte. Hallo? Das gibt's doch nicht. Ich komme gar nicht schnell genug hin, um ihn zu finishen. Okay, danke. Auge um Auge ist einfach brutal, oder? Eigentlich selbst spielen dann. Du wirst gehittet und die Gegner fallen trotzdem um und du kannst sie finishen und so. So. Ist hier noch was? Kann ich hier... Nö, das hat damit gar nichts zu tun. Gut, und dann müssen wir hier runter. Eventuell noch dieses Secret mitnehmen. Wenn es mich fair zurückführt, führt es. Wunderbar. Oh, Gift. Gift. Hallo, Gift. Gut, hier können wir noch so Spiegeldinger mitnehmen und so. Da leuchtet's mal. Was? Oh, alles klar. Irgendeinen Aufzug haben wir da noch zufälligerweise freigeschaltet. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir genau an der Stelle das nächste Mal weiter. Also geradeaus oder nach rechts. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.